habe ich in der Hand? Es ist nicht mein Penis. Was zum Teufel habe ich in der Hand? Oh mein Gott, ich kann damit die Stadt zerstören. Oh, ist das cool. Komm her, Auto. Komm her. Jetzt sitzt es erstmal. Au! Schön, let's show you Bugs. Endlich wieder auf meinem Channel. Ich bin wie immer das Serax. Und heute zeige ich euch einen Bug. Beziehungsweise sogar mehrere Bugs. Davon ist mindestens zwei oder drei davon ein Glitch. Zuerst müssen wir hier dieses wunderschöne Auto hier zertrümmern mit unseren kinetischen, telekinetischen Kräften hier. So. Ihr müsst natürlich auch das freigekauft haben. Die Fähigkeit, dass man, während man die Sachen halt trägt, keine Telekinesekraft verliert. Oh, hallöchen, Polizisten. Oh, ich hab euch doch lieb. Ihr seht ja unten links den roten Balken. Normalerweise kriegt man für Vandalismus mehr Strafpunkte, beziehungsweise der Balken wird größer. Ja, aber mit diesem Bug hier könnt ihr die Stadt verwüsten, ohne das kleinste bisschen Ärger zu kriegen. Bis auf den Anfang halt. So. Ihr müsst halt dazu ein Auto zuerst mal kaputt machen. Das ist der einzige Punkt halt, wo ihr halt Ärger kriegen könnt. Wenn ihr es dann endlich mal in der Hand habt, dann könnt ihr die Stadt verwüsten, wie es euch gerade passt, ohne dafür den geringsten Ärger dafür zu kriegen. Wow, what the fuck, ich hab's eingeglitscht. Ja, hier ist schon mal der erste Glitch. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Man kann ja wunderschön die Autos auch in den Boden einglitschen. Auch indem er halt mit der telekinetischen Kraft halt die Autos auch damit schlägt. So, nehmen wir mal dieses Auto, dieses wunderschöne Auto. Bumm. So, was? Geh kaputt, Junge! Ja, wurde auch mal Zeit. Wie ihr sehen könnt, brennen ja diese Autos. Dieses Feuer wird nie sich löschen, außer man hilft nach. Und stellt es einfach ab. Dann hört es nämlich ganz von alleine auf. Ansonsten brennt dieses Feuer unendlich lange. Der Radius der Flammen bleibt bei jedem Fahrzeug gleich. Diese Eigenschaft könnt ihr beispielsweise bei kleinen Fahrzeugen wie Motorrädern besonders gut nutzen. Ihr könnt damit die Passanten anzünden, was ziemlich spaßig sein kann. Ihr solltet dennoch wissen, dass die Masse der jeweiligen Fahrzeuge in diesem Spiel beachtet wurden. Dies ist auch der Grund dafür, dass ihr mit einem brennenden Motorrad die Fahrzeuge schlecht mit einem Schlag wegsmashen könnt. Man nehme hierfür ein LKW oder die Müllabfuhr. Haha, solche Fahrzeuge in dieser Größenordnung haben natürlich viel mehr Masse und somit Wucht. Und ihr könnt damit die Stadt in Schutt und Asche legen. Ihr müsst dennoch wissen, dass diese Fahrzeuge, wenn ihr sie fallen lässt, auch schnell despawnen. Dies führt uns zum nächsten Bug bzw. Glitch. Denn wenn Fahrzeuge in diesem Spiel despawnen zuerst die Textur und dann die Hitbox. Wenn ihr dann das Auto mit Hilfe eurer telekinetischen Kräfte im rechtzeitigen Moment wieder auffangt, habt ihr ein texturloses Auto in der Hand. Beziehungsweise ihr könnt die Stadt mit einem unsichtbaren Auto trollen. Ist das nicht lustig mit einem unsichtbaren Auto? Yay, das habe ich mir als Kind schon immer gewünscht. Es macht dennoch einen Unterschied, einen unsichtbaren LKW zu haben, anstatt ein texturloses Motorrad. Denn dieses Spiel macht hier keine Ausnahmen. Die Massen bleiben gleich, egal ob die Textur vorhanden ist oder nicht. Das heißt, ihr könnt auch die Stadt mit einem unsichtbaren LKW zerstören. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen, eine weitere Episode von Let's Show Your Bugs zu sehen. Ich verabschiede mich auch hier so langsam. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao und auf Wiedersehen!